Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Summer Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ihr seht vielleicht, dass ich gerade im deutschen Team bin, denn ich habe die Season schon von TSG Hoffenheim beendet. Das heißt, also ich bin aktuell noch in diesem Team, aber ihr seht schon, ich bin auf der Transferliste, das heißt, ich wechsle bald wieder. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir haben noch nie so richtig Fußballspiele gespielt. Und da dachte ich mir, hier nehme ich den FIFA World Cup. So, ich bin wieder weg. Ich muss so kurz weg. So, wir spielen jetzt gegen Argentinien. Aha. Ah ne, das habe ich ja gemacht, dass ich das nicht mache. Ne? Transfergerüchte. Ja, die könnten natürlich stimmen. Ich verschaffe dir Klarheit. Triff dich mit dem Sportdirektor schon in die Gerüchte. Ja, das ist natürlich das Richtige. So. Sieg im Turnierspiel. Nehme ich an. Habe ich ja geschossen. Nicht die. So. Standardverbruch, Dreierpark. Hier steht Stando bei TSG Hoffenheim vor dem Abschied. Wie aus dem Pre-Zero-Arena-Umfeld zu hören war, könnte die Zeit von Stando bei der TSG Hoffenheim zu Ende gehen. Coach-Trainer von plant beim Umbau der Mannschaft war nicht mehr mit ihm. Na doch. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf den Fall. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach erstmal. So. Ah, der perfekt. Ich komme rein, die haben direkt wieder ein Tor geschossen. Das müssen wir natürlich beheben. Sie wechseln aus. Knapp sind sie hinten. Es wird eng, es wird richtig eng, aber sie geben nicht auf. Bin ich versuchen nochmal alles und dieser Wechsel, der soll jetzt die Wende bringen. 8 Minuten jetzt noch. Wirtz. Noch kann die deutsche Mannschaft diese Niederlage vielleicht verhindern. Will sie auch, das merkt man, das spürt man. Oder wie schießt der denn? Der ist so kacke, Alter. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Martinez. Almada. Na, Mist. Lautaro Martinez. Ball läuft da gut jetzt. Und dann verlieren sie den Ball. Also aus der Szene wird nichts. Das könnte die Gelegenheit geben. Batz. Und damit ist hier alles wieder offen. Da ist das Tor. Die Entscheidung über den Finaleinzug ist hier noch lange nicht gefallen. Ja, wie sich alle freuen, weil ich ein Tor geschossen habe. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Ja, ja, ich kann es halt. Ne? Noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Komm, wenn ich jetzt noch ein Tor in der schießt, haben wir sogar noch. Minuten. Bekommt Argentinien hier noch eine Chance. Peace. Hallo, schieß jetzt! Oder wie kann man denn so schlecht sein und nicht passen können? Jetzt kann der Pass kommen. Das zieht er ab. Batz. Das ist die späte Führung in diesem Halbfinale und vielleicht ist es das jetzt schon. Das kann ein ganz wichtiges Tor sein. Junge, einfach das 2 zu 1 geschossen. Batz! Da haben sie das Tor. Sie erhöhen die Führung auf 2 Tore und ich glaube fast, das ist die Entscheidung hier in diesem Halbfinale.
Einfach noch ein drittes Tor hinterher geschossen, ey. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Der neue Spiel. Jetzt die Chance. Nein! Das wäre sogar noch ein 4-2-1. Man muss bedenken, wir sind nur zu 10, glaube ich. Nee, wie viele Spieler gibt es auf dem Spielfeld? 12, oder? Ach, keine Ahnung, ist mir doch egal. Bei der deutschen Mannschaft. Kai Havertz. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Kein Problem, den hat er. Ja, komm, let's go. Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Jetzt kommt die Ecke. Oder er klaut mir einfach meinen Ball. Er versucht. Was ist denn das? Geht doch weit vorbei. Ja, jetzt ist eh Ende. Brauche gar nicht mehr weiterspielen. Romero. Ja. Und perfekt. Damit steht es nun fest. Die Gastgeber haben den Sprung ins Endspiel geschafft. Schlusspfiff in dieser Partie. Na, natürlich haben wir das geschafft, weil ich spiele. Was denken die denn? So, okay. Machen wir jetzt mal weiter hier. Komm, lade. Danke sehr. Jetzt müssten wir sogar im Finale sein, ne? Ja. Halbfinale gegen Argentinien haben wir gewonnen. Jetzt steht das Finale fest. Ich weiß gar nicht, wann ist das Finale? Ich habe heute ein Angebot von Juventus Turin für dich erhalten, angenommen. Nee. Ich will nicht irgendwo in einem Kack-Team, sondern in einem deutschen. Warte mal, kommt jetzt das Finale oder was? Oha, das Finale kommt jetzt schon. Gut, vielleicht werden wir heute noch sogar Fußball... Wir haben sogar schon ein Tor, ja, dann brauchen wir gar nicht mehr mitspielen. Wir sehen es, sie wechseln. Sie führen knapp und sie spüren so ein wenig, wir müssen noch was tun, wir müssen neue Kräfte bringen, wenn das hier mit dem Sieg wirklich klappt. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt schießt er. Tor. Jetzt könnte dieses Finale entschieden sein. Sie sind mit zwei Toren vorne. Und sie sind so clever, das geben sie nicht mehr her. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da angeht. Klar, man kennt mich so. So schieße ich Tor. In der 85. Minute wäre noch ein zweites Tor geschossen. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sechs Minuten haben wir. Kein Foul. Gibt den Ballbesitz ab. Moukoko. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Die Gelegenheit. Platz. So, Deckel drauf. Mit diesem Tor war es das für heute. Jetzt kann ich den diesen Sieg keiner mehr nehmen. 3-0, das schmeckt. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Ja, doch. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und da hat er den 4-0. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Ja, definitiv war das 4-0 ein super Tor. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige. Oh, viel Platz jetzt. Das sieht gefährlich aus. Ja, das Spiel ist gelaufen. Dieses Tor, sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Perfekt. Das ist eine. Oh, ich hätte mir den Ball klauen können. Kacke. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Das ist die Chance. Der ist drin. Wie habe ich den reingeschossen, Alter?
wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. 7-0. Ein fantastischer Treffer. Ich mache die ganze Zeit nur Tore. Jede Sekunde Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ups, hat den weggekickt. An ihm lapsen. Gut verteidigt. Da wäre Platz für den Konter. Na, wohin schieße ich denn? Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Klasse Pass. Gefährlich jetzt. Ja, also da, ich hätte jetzt gedacht, er hätte ihn gehalten, aber... Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt kein Foul. Ja, wenn ich jetzt noch eine Karte... Na, natürlich kriege ich eine Karte, weil der Honk Ball angespielt hat. Und jetzt muss er hier natürlich ein bisschen vom Gas runter, sonst war es das. Perfekt. Und damit haben sie es geschafft. Sie haben sich den Titel geholt. Und schau dir diese Freude an. Let's go, wir sind... Riesig die Freude. Sie gehen alle vollkommen aus sich raus. Das ist genau das, was passiert, wenn ein wunderschön beobachtet. Jetzt muss der Pokal her, Freunde. Der Pokal muss her. Denn die Sieger dieses World Cups, die brauchen natürlich ihren Pokal, Buti. Ja, und das ist ja klar, dass sie jetzt ungeduldig sind. So lange mussten sie auf diesen Titel warten. Und nun auch noch das Warten auf die Pokalübergabe. Es sind insgesamt tolle Bilder, Wolf. Und da sehe ich immer wieder gerne hin bei solchen Jubelszenen. Auch der Trainer jubelt. Und das vollkommen zu Recht. Wie heißt so schön? Er ist ja sozusagen der Architekt dieses Erfolges. So Leute, da bin ich wieder. Wir haben die Meisterschaft hier erfolgreich gewonnen. So. Komm, lad jetzt. Manos. Sieger sind die Deutschen. Perfekt. Es war wirklich in echt so wer. Jetzt fängt auch langsam, glaube ich, die neue Season wieder an, ne? So. Wurde ich schon von irgendjemand kontaktiert? Weiter geht's. Roma FC. Ablehnen. Die bieten mir zwar viel Geld, aber ich will nirgendwo in so einem anderen amerikanischen Watt, weiß ich hin. Versteht ihr, was ich meine? Also, auf jeden Fall muss ich wahrscheinlich... Was für eine Mannschaft bin ich jetzt? Oha, warum bin ich... Seit wann bin ich in so... Was ist das denn für ein Spiel hier? Argentinien irgendwo. Okay, ich habe noch nie von gehört. Ich bin da draußen drin. Okay.
Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen mehr verpasst. Habt noch einen Kommentar. Haut rein und bis zum nächsten Mal.